Audio-Post. Geklickt. Gehört. Schon lange ist es nicht mehr nur ein Problem von Privatpersonen. Vor allem in den letzten Jahren suchen Hacker immer wieder die richtig großen Ziele für ihre Cyberattacken aus. Facebook, British Airways, die deutsche Bundesregierung. Genau deshalb ist eine gute Firewall heutzutage unabdingbar für Firmen, sagt Computerspezialist Andreas Wiesler. Eine Firewall ist heute absolute Pflicht. Im Internet herrscht Krieg. Es geht dabei nicht mehr um Ruhm und Ansehen, sondern ums Geld verdienen. Der Schaden, der durch Datendiebstahl entstanden ist, ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und hat unangenehme Folgen für die betroffenen Unternehmen. Andreas Wiesler ist Inhaber der Firma Go Security und berät Privatkunden und Firmen zum Thema Computersicherheit. Darum kennt er das Problem digitale Sicherheitslücken ganz genau. Sicher vor Spionage, Sabotage und Datenraub ist scheinbar niemand mehr. Vor allem nicht, wenn die richtige Firmware fehlt. Doch um was handelt es sich hierbei genau? Eine Firmware ist das Betriebssystem der Firewall. Regelmäßig kommen hier Updates heraus und damit werden Schwachstellen geschlossen und neue Funktionen hinzugefügt. Die Installation ist dabei sehr einfach und kann durch den Administrator ohne fremde Hilfe vorgenommen werden. Um die Firewall des Unternehmens aufzurüsten, werden also nicht einmal Fachleute benötigt. Vor allem deshalb ist es allerdings von größter Wichtigkeit, dass die Wartung der Firmware nicht in Vergessenheit gerät. Denn diese verfügt quasi über eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum, erklärt der Experte. Es ist extrem wichtig, dass immer die aktuellste Firmware installiert ist. Hacker suchen mittels spezieller Suchmaschinen gezielt nach veralteten Geräten. Daher sind die Kosten für die Updates gerechtfertigt und ein absolutes Muss. Wer sich dennoch auf seine veraltete Software verlässt, darf sich nicht auf den bestmöglichsten Schutz verlassen. Besonders für Firmen können Cyberattacken in diesem Fall weitreichende Folgen haben, warnt Andreas Wiesler von Go Security. Hacker suchen gezielt nach diesen Schwachstellen. Sind sie dann erst einmal im eigenen Netzwerk, können sie das Gleiche machen wie die Administratoren. Zum Beispiel auf alle Daten zugreifen, E-Mails lesen oder schlimmer, großen Schaden anrichten. Um solche Schwachstellen im Sicherheitsnetz zu vermeiden, hat der Computerspezialist noch drei Expertentipps, die Unternehmer bei der Suche nach der geeigneten Firewall beachten sollten. Der Typ der Firewall ist gar nicht mal so wichtig. Da unterscheiden sich die Geräte nicht mehr groß. Viel wichtiger sind die regelmäßigen Updates durch den Hersteller. Diese gilt es zeitnah einzuspielen. Weiter gilt es, das Regelwerk so eng wie nur möglich zu konfigurieren. Nur was zwingend notwendig ist, wird geöffnet. Und drittens sollte das Regelwerk durch eine unabhängige Person überprüft werden, damit die Firewall die Schutzmauer gegen das Internet bleibt.